Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht wundern, dass ich jetzt gerade lachen musste. Ich habe vergessen, meine Kopfhörer abzusetzen. Also, es geht heute um die Vorstellung von diesem Quick Finish White, was ich mir bei Julifin gekauft hatte. Und ihr seht an meiner rechten Hand, ich muss jetzt gerade überlegen, rechts oder links, habe ich ja schon meine Modellagen fertig. Die sind noch nicht befeilt, wie man sieht und unschwer erahnen kann. Ganz normal Schablone auf dem kleinen Nagel und vorbereitet wurde mein Naturnagel auch schön, vorbereitet wurde er auch schon, dehydriert mit Primer habe ich dann auch wieder benutzt heute mal, habe wirklich komplett die Modellage neu gemacht an jedem einzelnen Finger und hier sieht man, wie ich mir sozusagen den Tipp, den wir ja sonst aufkleben, eben mit dieser Schablone erschaffe. Das heißt, ich verzichte einfach, für alle, die diese Methode nicht verstehen, ich verzichte einfach, mir einen Acryl-Tipp raufzukleben und erschaffe mir mit einer ganz, ganz dünnen Schicht Fiberglas-Gel, Camouflage-Medium oder Make-up-Gel-Medium diese Nagelspitze. Bei mir weiß man ja, dass ich den Hang zum Übertreiben habe und natürlich ist die Länge da auch gravierend anders als bei den meisten, die vielleicht die Videos gucken. Mir ist auch bewusst, dass nicht für jeden da Tipps bei sind, aber generell sollte man sich daran orientieren, dass die Modellage ziemlich gleich gemacht wird. Die feinen Unterschiede sind eben nur, wie viel Material brauche ich dann für meine Länge. Boah, was denn heute schon wieder los? Mein erstes Video wieder nach den Herbstferien und megamäßig viel Stress. Aber trotzdem muss man gucken, der Apex bleibt ja eigentlich immer der gleiche Apex, wenn man sich einen Nagel aufbaut. Ob das nun bei einer kurzen Nagellänge ist, da muss man jetzt nicht so unbedingt drauf achten, bei einer ganz, ganz kurzen Fingernagellänge. Aber bei meinen langen Hauern, wie ich sie trage, da brauche ich eben natürlich auch für den Apex mehr Material, natürlich auch für den gesamten Fingernagel. Und wie ihr gesehen habt, ich verschweife mich schon wieder hier in den dummschwätzerischen Ton. Ach so, habe ich sogar schon anhärten, anfrosten lassen. Seht ihr, ich wollte gerade Stopp machen und sagen, wir müssen ja jetzt nicht die Lampe überstehen, aber ich war für 30 Sekunden in der LED-Lampe, habe die Fingernagelspitze immer noch Fiberglasgel aushärten, anfrosten lassen. Und jetzt seht ihr so meine Vorgehensweise. Da dürft ihr euch auch nicht so daran stören, weil meine Vorgehensweise, die ändert sich auch von Finger zu Finger. Also das heißt jetzt nicht, wenn ich sage, ich mache jetzt erstmal den hinteren Aufbau, dass ich den beim Ringfinger auch original so gemacht habe. Das ist bei mir mittlerweile so ein Gefühlsakt an meiner Hand selber. Also ich betone da auch immer wieder, man kann die eigene Hand an seinem eigenen Körper nicht so vergleichen, als wenn man eine Kundenhand vor sich hat. Da kann man noch ganz anders agieren, viel besser gezielter den Aufbau machen. Und nur von oben herab seine eigene Hand zu sehen, ist manchmal wirklich nicht so einfach. Aber Übung macht den Meister. Und ihr seht, ach so, hier scheine ich mir volle Kanone alles raufzulegen. Wahrscheinlich weiß mein kleiner Nagel ist, der weniger Material braucht als meine anderen Fingernägel. Aber das Fiberglas ließ sich dann wirklich gut absetzen. Jo, klar. Man sieht ja auch, das läuft jetzt nicht wie so eine Art Suppe, die Schablone herunter, sodass man sagen müsste, man muss alles ein bisschen einzeln machen, sondern ich habe probiert, weitergehend wirklich meinen Aufbau vom kleinen Fingernagel sofort hinzubekommen. Da seht ihr, drehe ich ihn zur Seite, gucke mir die Seitenlinien an, schnell wieder rein, aber das war es nicht. Da wird danach, wenn ich mich nicht täusche, gefeilt. Und meistens nach dem Feintuning mache ich nochmal so eine kleine optische Schönheitsschicht drüber. Aber ich muss jetzt mal kurz den Stopp setzen. Wobei, da angel ich mir schon wieder so ein bisschen Material. Bleibe ich doch dran? Ich weiß es nicht. Ich musste das jetzt vertonen wegen den Herbstferien, wenn meine Kinder rumgesprungen sind. Oder auch die Straße zu laut war. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, will euch nicht anlügen. Aber anscheinend mache ich doch weiter, aber ich setze mal hier kurz einen Cut. Okay, dann geht's weiter. Ich halte euch hier nochmal das Gel rein. Fiberglas Gel Make-up Medium bei Julifin von der Serie oder aus der Serie oder von der Tochterfirma Laveni.
Also dieses Vertonen ist ja ganz gruselig. Man weiß immer gar nicht, was als nächstes kommt. Von daher, ich bin immer froh, wenn ich auf ein Mikrofon verzichten kann. Ihr seht, ich habe mir die Schablone nach unten wegziehend abgenommen. Und ja, die Nägel sehen einwandfrei bekloppt aus. So sehen die Nägel im Rohzustand aus, wenn man nicht wirklich Lust hat. Aber dafür gibt es ja unsere liebe Freundin, die gut gemeinte Feile. Und das ist eigentlich der Prozess. Ich cleaner jetzt die Schwitzschicht ab. Das habe ich jetzt schon gemacht, das habt ihr gesehen. Nehme die Feile, mache die Seitenlinien, Basislinien, guck, ob mein Apex richtig sitzt und gleiche mir das alles so ein bisschen an, dass die Form nicht mehr ganz so gruselig aussieht. Ihr seht, ich habe mir zwischendurch doch nochmal was drauf gemacht. Ihr seht am Apex diese Stufe, genau da, wo ich jetzt gerade rüber feile. Und die wird jetzt geebnet. Und denke mal, das Ganze reicht auch, wenn ich es im Schnellraffer mache. Das Feilen, die Feilprozesse kennt ihr. Ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr wirklich die Feile mehr parallel anlegt, egal an welche Linie. Aber so wie ich es jetzt von unten drunter gemacht habe, bloß nicht schräg halten, weil sonst verhaut ihr euch eure Seitenlinie. Und ich gucke dann eben, inwieweit kann ich alles ohne den Fräser bewerkstelligen, weil ich die Feintunings wirklich selten gerne mit dem Fräser mache. Also da gerade bei Gel, sonst mit Acryl, liebend gern habe ich da zum Fräser gegriffen. Aber da das Fiberglas oder generell Fiberglasgel oder Gel sich super schön weich befeilen lässt, ist das jetzt hier nicht so die große Kunst. Im Endeffekt sieht man ja, wie schnell das Ganze gefeilt wird. Ich glaube, da hatte ich einen Krampf in der Hand. Ja, da kann ich mich wirklich noch dran erinnern. Auf der anderen Seite seht ihr mal, wie mein Handschuh jedes Mal aussieht von meinen neu gemachten Fingernägeln. Dadurch, dass die ja jetzt noch nicht abgerundet sind, ist mir da schon anscheinend der Handschuh entglitten. Genau, und da gucke ich, kontrolliere ein bisschen, wie stabil ich das Ganze finde. Dadurch, dass ich ja wirklich nur Acryl getragen habe, kommt mir das Gel teilweise immer noch sehr weich vor, aber das lag jetzt nur an meinem Nagelbett selber, dass es sehr ungewohnt war. Und anscheinend dachte ich dabei irgendwas nicht ordentlich ausgehärtet oder zu dünn. Ich mache öfter mal zwischendurch so einen Test und gucke. Und ja, so geht es jetzt einfach weiter. Die ganzen Linien feilen, bis wirklich der komplette Nagel im optischen Zustand einwandfrei gefeilt wurde. So, und jetzt könnt ihr sehen, kommt meine Schönheitsschicht in Anführungsstrichen. Das ist so die letzte Schicht, die ich rüberziehe, wenn ich wirklich mit der Feilarbeit für mich fertig bin. Dann stabilisiere ich das Ganze nochmal. Vielleicht habe ich da auch eine kleine Macke. Aber für mich kommt dann immer nochmal so eine Abschlussschicht rüber, dass das Ganze auch wirklich hält. Vielleicht einzelne Sachen, die ein bisschen verfeilt wurden, nochmal begradigt werden können. Und so lasse ich das eigentlich ungefeilt auf meinem Kleinfinger dann liegen. Und ihr seht ja, wo ich mir das alles nochmal so ein bisschen absichere. Wenn die Grundform da schon drin ist, dann kann man da wirklich zum Schluss sehr gut mitarbeiten, weil sich das alles schön glatt zieht. Und die größte Hürde wäre dann wirklich nur noch einmal anbuffern nach dem Entschwitzen. Jetzt kommt der Akt. Also meine komplette rechte Hand ist fertig vom Aufbau her. Ich habe sie dann letztendlich nach der Abschlussschicht nur noch mal abgeschwitzt. Für mich zum Testen, ob ich es unbedingt anbuffern muss, habe mir so einen Klecks auf meine Silikonmatte gegeben von den Quick Finish White. Das ist ebenfalls von Laveni und ziehe mir jetzt hier mit einer Art Nailpinsel die etwas dramatischere Linie an
um einfach zu testen, was jetzt alles möglich ist. Also welcher Pinsel ist nachher ein Spotty besser? Mit welchem Pinsel kann man am besten arbeiten? Wie verhält sich als Abschlussschicht dieses Weiße dann im Endeffekt auf dem Nagel? Sieht man eine sehr große Treppe. Bei meinem Testnagel war es ja eigentlich ganz dünn zum Schluss. Und ja, mein Daumen, beachtet den bitte nicht. Den hatte ich noch nicht vervollständigt. Kann man sich schon fast denken, aber mir wird gerade eklig bei dem Anblick. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Und nein, ich gebe es auch zu, mein Daumen sieht sehr lädiert aus dort, weil ich da ganz schön viel rumgerubbt habe. Aber gut, er sieht jetzt wieder schön aus und das ist die Hauptsache. Ja, und dann gucke ich, inwieweit kann man mit dem Pinsel aus der Pinselflasche da agieren. Muss es jetzt unbedingt alles extern von der Flasche passieren oder kann man auch genau die Spitze dann ausmalen mit der Pinsel? Nee, mit der Pinsel nicht, mit dem Pinsel aus der Pinselflasche. Ließ sich aber nicht so gut auftragen. Ihr seht, an den Seiten wirkt es ein bisschen dicker als gewollt. So will man keine French tragen. Und deswegen habe ich dann gesehen, okay, ich muss nochmal nachhelfen mit einem etwas flacheren Pinsel, den ich mir dann geschnappt habe, um einfach wirklich zu gucken, ja, welche Methode, wie hochdeckend ist es letztendlich wirklich auf dem eigenen Nagel. Und ja, da sieht man es am Ringfinger, die Farbe ist wirklich sehr hochdeckend. Also ich nehme ja nur ein paar Reste vom kleinen Finger weg, um zu gucken, wie ist die Deckkraft. Und ich finde die sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also man kann das ja auch sehen. Das lässt sich wirklich dünn alles verstreichen und hinterlässt eigentlich kaum Schatten. Auf jeden Fall habe ich es noch einigermaßen alles hinbekommen, dass es dann wirklich eine einheitliche Spitze sein konnte. Den kleinen Finger korrigiere ich, genauso wie vorne die Spitze. Und mache ich da noch was? Ich wollte gerade sagen, so schlampig bin ich jetzt nicht in die Lampe gewandert. Das wäre ja auch fatal, gerade weil mein Ringfinger ja noch nicht fertig ist. Okay, okay. Ah, jetzt setze ich mit dem dünneren Nailart-Pinsel wieder eine Linie an. Muss natürlich auch gucken, dass die jetzt nicht zu sanft wird, die French-Linie zu dem kleinen Finger. Das hatte ich ja schon betont, bei dem kleinen Finger habe ich ja eher Wert drauf gelegt, dass die Smile-Line etwas dramatischer ist. Das heißt, die geht noch mehr an den Seiten ins Nagelbett rein und ergibt dann wirklich so eine komplette U-Form. Könnte man schon fast sagen, so ein geöffnetes U hin zum Nagelrand. Und deswegen muss ich natürlich die Finger angleichen. Ich glaube, ich habe jetzt ein Problem und überlege, wie kriege ich diese Smile-Line original so hin, damit sie zum kleinen Finger passt. Seitenlinien auch hier nochmal. Ich mache das jetzt aber nicht Finger für Finger. Ich werde das andere, den Rest dann im Schnelldurchlauf machen. Ich habe mich da noch ein paar Mal probiert mit dem Spotty, glaube ich noch, und werde auch hier die French-Linie ganz anders korrigieren. Das werdet ihr aber gleich sehen. Da habe ich gesehen, da ist ein Fleck. Da habe ich unordentlich gearbeitet, aber es lag jetzt wirklich nicht an diesem Quick-Finish. Also ich bin eigentlich davon sehr angetan, weil man eben nichts andocken musste. Natürlich kann man auch weiße Farbe, weißes Gel benutzen, aber man weiß ja selber, wenn es sehr dick viskos oder ein bisschen mittelviskoser ist, hat man dann immer diese doofe Stufe auf dem Nagel. Und dann müsste man sich eventuell nochmal eine Clear-Schicht drüber ziehen, damit das Ganze ein bisschen abgedeckter ist oder anbuffern. Und dann hat man wieder Angst, dass man die weiße Farbe verliert, damit das alles einheitlich wird. Und hier seht ihr, habe ich meinen Pinsel in Cleaner getunkt und gehe von unten jetzt mit dem Pinsel. Da müsst ihr aber wirklich gut eure Hand sichern, dass ihr da nirgendwo wegrutscht. Die ziehe ich mir jetzt einfach nur nach, damit eben diese etwas dramatischere Smile-Line entsteht. Also so dramatisch ist sie jetzt nicht. Man könnte das Ganze immer noch Richtung Nagelspitze hochziehen. Dann wäre sie wirklich sehr, sehr dramatisch im Fachjargon. Aber so ist das gerade noch okay. Also so ein normales Ding, würde ich mal sagen. Natürlich tragen manche ihre Smile-Lines etwas softer, das heißt, die gehen nicht direkt
in die Seitenlinien rein von eurem Nagel, sondern bewegen sich dann eher so auf einem gekrümmten Bereich, schon fast gerade, aber von der Seite wäre das hier fast so eine C-Form. Und eben von der jetzigen Ansicht wie ein U. Also ich bin ein bisschen blöd zu beschreiben. Habe mir jetzt auch nicht gemerkt, was mir meine Trainer damals vermitteln wollten an Fachbegriffen. Ich drücke es jetzt einfach so aus, wie ich es mit meinen Worten beschreiben kann. Ist ja auch Wurst, wie die ganzen Begriffe heißen. Der Kanal dient ja jetzt auch wirklich nicht, um euch irgendwie auf Kunden zu lassen. Und man hat am Rand eben auch gesehen, da waren noch so ein paar Dellen, die ich hätte wegstreichen können, aber die habe ich später wirklich weggebuffert bekommen. Und die Methode, die ich für mich am besten empfunden habe von den ganzen Gängen jetzt und dem Ausprobieren, war die, dass ich die ganz normale Pinselflasche benutzt habe, beziehungsweise den Pinsel aus der Pinselflasche, und habe mir dann mit einem eigenen kurzen Gelpinsel und in getunkten Cleaner die Smileline schön säubern können. Ihr seht das ja, von unten gehe ich dann ran und wische mir sozusagen die überstehenden Reste, die fehl am Platz sind, einfach weg. Auch hier kann man wieder sehr gut sehen, dass ich bei meiner Cleaner-Wischmethode eigentlich am besten gefahren bin und dabei auch geblieben bin. So, da kann man sehr gut erkennen, kleiner Finger und Ringfinger sind suboptimal geworden. Das war ja da ohne diesen Cleaner und dem Wischen von unten an der Smile-Linie. Man sieht hier einfach viel deutlicher beim Zeigefinger und Mittelfinger, dass die Linien akkurater gemacht werden können. In meinem Fall natürlich. Der ein oder andere macht es mit einem Spotty oder auch wieder mit einem Nail Art Pinsel, mit einem Schlepperpinsel, je nachdem. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war jetzt so mein Testergebnis von dem Quick Finish White von der Firma Laveni. Macht's gut. Viel Spaß noch bei dem, was ihr tut. Habt einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.